Sehr geehrte Kremserinnen und Kremser, seit Jahrzehnten ist der 1. Mai ein Staatsfeiertag, der Tag der Arbeit und ein Tag des Brauchtums mit dem traditionellen Maibaum aufstellen. Und wegen der Pandemie ist auch heuer viel anders als sonst. Das Aufstellen des Maibaums muss wieder ohne Publikum über die Bühne gehen und es gibt kein Fest zum 1. Mai. Viele Menschen haben ohnehin wenig oder nichts zu feiern. Den Tag der Arbeit begehen heuer 100.000 Österreicherinnen und Österreicher in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Auch in Stadt und Bezirk Krems ist die Arbeitslosigkeit so hoch wie noch nie. Und wir befinden uns noch immer in einer Ausnahmesituation. Seit Ausbruch der Pandemie habe ich als Bürgermeister und auch als Arzt unzählige Gespräche geführt, viele Mails erhalten und beantwortet. Ich wurde konfrontiert mit Ängsten, Existenzsorgen von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, von Familien und Wirtschaftstreibenden. Und das alles hat mich tief betroffen gemacht. Umso dringender brauchen wir gerade jetzt Zusammenhalt, Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Und wir haben Grund zur Hoffnung. Die Regierung und die Sozialpartner haben ein Milliardenhilfspaket geschnürt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zurückzudrängen. Und auch die Stadt und das Land Niederösterreich unterstützen nach Möglichkeiten. Die angekündigten Öffnungsschritte in allen Lebensbereichen machen uns Hoffnung. Geschätzte Kremserinnen und Kremser, das Leben ist unschätzbar wertvoll. Die Arbeit ist wertvoll. Und die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich, wie sie mit den ärmsten und schwächsten Mitgliedern umgeht. Und dafür stehen wir als Verantwortliche in der Stadt, dafür stehe ich und das nicht nur am 1. Mai. Alles Gute.